Hallo, wunderschönen guten Tag. Merhaba, wie man auf Türkisch so schön sagt. Ja, also meine Sprachkenntnisse erweitern sich Stück für Stück. Das letzte Video war ja von Mount Nemrut, von Dagi. Nemrut Dagi. Dagi heißt Berg. So, und wenn ich jetzt hier gerade so gegenüber gucke, sehe ich hier den nächsten Berg. Ich stelle mich mal kurz auf den Stuhl, dann kann ich euch das nämlich zeigen. So, wackel, 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 wackel. Sehr wackelig alles. Tada! Also, hier ist ein wunderschöner Berg, sieht ein bisschen aus wie der Table Mountain, ist aber natürlich nicht der Table Mountain. Ich habe keine Ahnung, wie der Berg heißt. Und er sieht auch wieder von der Struktur aus wie der Table Mountain, wie so ein wie so ein Urwaldbaumstumpf. Wunderschöne Vögel. Also ich zeige euch erstmal die Umgebung hier. Ich bin hier in Mardin, in der Altstadt von Mardin. Es ist wunder, 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 wunderschön. So. Tada. Ja, ich kann ein bisschen weiter wegzoomen. So, da drüben ist meine Freundin, die Katze, die einäugige Katze, die sich schon über mein Futter hermachen wollte, weil ich 2 Sekunden das hier gelassen habe. Hier ist unser wunderschönes Airbnb, total süß bepflanzt, also innen richtig, richtig schön und schnuckelig und zauberhaft. Seht ihr, die Menschen, die waschen alle ihre Wäsche, hängen alle ihre Wäsche auf und ich hänge auch meine Wäsche auf. Bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig. So. Dann mache ich das mal ganz bequem hier und stelle das heute hier ab. So. Dann muss ich nämlich gar nichts halten und kann einfach wunderschön Geschichten erzählen. So, also, Mardin ist im Süden der Türkei. Das ist sehr weit unten. Schon, inzwischen ist es ein bisschen wieder weiter weg von der syrischen Grenze, aber es ist generell ein bisschen zur syrischen Grenze hin, wo ich jetzt auch die ganze Zeit unterwegs war. Und ja, hier sind viele Syrer, hier sind viele Kurden, hier sind Türken natürlich auch. Und es ist alles so ein bisschen gemischt und die sind Freunde, die sind friedlich zusammen. Also ich habe noch keinen Streit mitgekriegt, Gott sei Dank. Da bin ich sehr froh. Ja, und hier das Essen ist noch, hier ist gerade Ramadan, das heißt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gibt es kein Essen. Und an dem Tag, wo ich das letzte Video aufgenommen habe, ich fange mal mit der Reihenfolge an. Vielleicht kriege ich es hier richtig hin, dass ich mit der richtigen Reihenfolge das erzähle. Wo ich das letzte Video aufgenommen habe, da habe ich ja gerade auf das Fernsehteam oder haben wir gerade auf das Fernsehteam gewartet, dass die uns abholen und mitnehmen. Dann kam das Fernsehteam wieder, hat uns abgeholt, mitgenommen und hat mitgenommen von den Mount Nemrut. Merhaba. Nordtürkei. Hat uns mitgenommen zu den vom Mount Nemrut nach Şanlıurfa. Also das ist eine fette Strecke gewesen, wo es wirklich praktisch war, dass die uns mitgenommen haben, weil sonst hätten wir einen ganz schönen Eck gehabt mit Umsteigen und Bus und was ist. Ich trinke mal ein Schlückchen von meinem Kaffee, von meinem lauwarmen Kaffee. So, auf alle Fälle haben die uns dann mitgenommen von dem Fernsehteam. Habe ich schon von meinem göttlichen Auftritt erzählt. Dann siehst du, die muss ich nochmal anschreiben. Wann das denn im Fernsehen kommt, das würde ich nämlich schon gerne sehen. Genau, und dann sind wir essen gegangen mit denen zusammen zu Irfan. Irfan ist das Fastenbrechen. Wenn dann die Sonne untergeht, es sitzen quasi alle im Restaurant. Vor dir wird aufgebaut mit Suppe und Salat und Essen und hier und Schnickschnack. Und 1000 gute Essenssachen liegen vor dir auf dem Tisch. Alle sitzen da, warten, unterhalten sich, haben nicht die beste Laune meistens und kein Trinken, kein Essen vorher und dann irgendwann, und die Sonne, da ist die Sonne schon untergegangen, so ungefähr 10 Minuten nach Sonnenuntergang, endlich
singt der Muezzin, fängt zum Singen an, und sobald der Muezzin zum Singen anfängt, stürzen sich alle auf das Essen. Und du darfst essen und alle sind wieder glücklich. Und es ist so viel und es war mein erstes richtiges, echtes Irrfahren-Essen. Und ich dachte, oh mein Gott, das kann man gar nicht alles schaffen. Also die hatten doch diese türkischen Pizzachen, diese in Deutschland gibt es die in so groß und dann, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, da kommt da mit Hackfleisch drauf, also vegetarisch kannst du die total vergessen. Mit Hackfleisch drauf und dann kommt der Salat rein, wird das eingewickelt und dann isst du das. Und dann haben die noch so ein Bad aus Gewürzen, getrockneten Tomaten, gehäckselt, irgendwas, was ziemlich scharf ist. Das wickelst du in Salat ein und kannst es dann eintunken in Joghurtsoße, wo übrigens kein Knoblauch drinnen ist. Also Tzatziki, wie wir es in Deutschland essen, habe ich, ach, das ist ja griechisch, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Kein Wunder. Und das Ayran. Das sah so toll aus, das schmeckt mir generell nicht. Das ist Joghurt mit Wasser und Salz. Aber in dem Restaurant, wo wir mit dem Fernsehteam waren, da hatten die so Schalen aus Metall und es sah so hübsch aus mit dem Schaum drauf. Ich dachte, oh, ich möchte doch gerne einen Ayran haben. Hat mir einen Ayran bestellt und nein, es ist egal, in welchem Förmchen das drinnen ist. Ayran schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Das ist einfach gesalzener Joghurt mit Wasser. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Aber das andere Zeug, oh mein Gott, und dann belädst du dir die Fladen und also der ganze Tisch ist voller Essen und du kannst es nicht aufessen. Und dann, wenn du fertig bist, dann gibt es natürlich noch eine Ladung Fleisch. Und wenn du dann fertig bist, dann wird es abgeräumt. Du denkst dir gerade, hui, dann stellen sie dir schon einen Tee hin. Und dann kannst du den Tee trinken und dann kriegst du, kaum ist der ausgetrunken, kriegst du noch einen Tee und noch einen Tee und noch einen Tee. Und dann kommen sie und kommen mit so kleinen Tässchen, so ganz kleine Tassen und mit einer Kanne und schenken da ein Schlückchen Kaffee ein. Und ich dachte mir erstmal, hä, was ist denn das? Also so einen super starken türkischen Kaffee, wo jetzt nicht ganz so viel Satz drinnen ist. Also du kannst keinen Kaffeesatz lesen machen. Und dann darfst du die Tasse nicht abstellen, weil sonst musst du, ich habe vergessen, was das heißt, entweder musst du die Frau des Wirts heiraten oder die 27 Töchter oder du gibst kein Trinkgeld oder das hat dir nicht geschmeckt oder ich habe vergessen, was es ist. Auf jeden Fall, ja, nicht abstellen die Tasse, einfach die Tasse in der Hand halten. Und wenn du die Tasse zu nah an den Menschen hältst, kippt er dir den nächsten von diesem super bitteren, starken Kaffee ein, so ein Schlückchen und musst dann quasi verständlich machen und sagen, im Idealfall auf Türkisch, dass du keinen weiteren Kaffee möchtest. Hayit ist übrigens Nein und Evet ist Ja. Also wenn du so, Hayita, Teşekkürler, Teşekkürler ist vielen Dank, Teşekkür, also wenn irgendjemand Türkisches zuschaut und die Aussprache besser kann, ich spiele halt einfach mit der Sprache. Genau, Teşekkür ist Danke und Teşekkürler ist vielen Dank. Und dann, na, hi, Teşekkürler. Und ja, und dann ist der weg. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, ich sterbe, ich bin so voll gefressen, ich kann nicht mehr. Und dann kommt ein Stück Kuchen oder Nachspeise. Und das war dann ein Stück Kuchen. Ja, das ist von diesem Zeug mit diesem Spaghetti-Teigchen und Honig getränkt. Und dann dachte ich mir schon, ah gut, da stehe ich eh nicht so drauf. Dann sagt aber der von dem Fernsehteam zu mir, da ist Schafskäse drinnen. Schafskäse, da ist Schafskäse drinnen. Also habe ich es natürlich probiert. Oh mein Gott, schmeckt das gut. Da ist Schafskäse drinnen. Warme Schafskäse in diesem süßen Kram. Es ist einfach göttlich. Es ist einfach absolut göttlich. Und mir war richtig schlecht danach. Inzwischen habe ich schon ein paar Mal Irrfahren gegessen. Einmal war es nicht gut und überteuert, aber meistens ist es einfach fantastisch. Oh. Es ist wirklich Essen, Schlemmen, Feiern bis zum Abwinken. Es ist unglaublich, was da an Mengen aufgetischt werden. So, auf jeden Fall in Şanlıurfa, was generell die Stadt ist, Urfa. Und ich weiß nicht, warum Şanlı dann davor gesetzt worden ist. Das ist nahe bei Göbekli Tepe. Und wir sind da eigentlich nur hin, weil ich zu Göbekli Tepe wollte. Und ja. Dann sind wir am nächsten Tag in der Stadt rausgelaufen
Und über den Basar. Und es war der beste, erste, tollste türkische Basar, den ich dort in der Türkei gesehen habe. Wirklich für die Einheimischen, wo es alles gibt. Das ist so ganz, ganz eng, ganz klein, tausend Gassen, tausend Sachen. Eine Gasse mit Klamotten, eine mit Schmuck, eine mit Fleisch, eine mit Süßigkeiten, eine mit Obst, eine mit dem, eine mit dem. Und du läufst da durch und da bist dann durch den Basar durch. Und es ist fantastisch, gigantisch und ach, ich war glücklich. Aber ich kann ja nichts kaufen, weil ich muss ja alles tragen. Das heißt, ich habe gar nichts gekauft. Nein, das stimmt nicht. Ich habe Nüsse gekauft und getrocknete Früchte, weil essen kann ich ja. Und dann sind wir weitergelaufen, da war das so ein netter Park, wo, ein netter Park, ein wunderschöner Park. Und ich finde, leider, ich hatte Videos dort gemacht und ich habe es aus Versehen gelöscht. Da ist nämlich Abrahams Cave. Ich habe den türkischen Namen vergessen, also so Abrahams Höhle. Es hat so einen Moschee-Eingang, Männlein, Weiblein getrennt, das ist so ein Innenhof, das ist so wunderschön. Und mit Säulen und dann ist in der Mitte, da fließt Wasser am Boden rum und das sind und da, Tausende von Tauben und die Menschen füttern die Tauben, draußen sitzen Menschen und füttern die Katzen, es sind tausend Katzen, jeder füttert die Hunde, der eine füttert das. Also und bei dieser Abrahams Höhle ist dann eben dieser Platz mit den Tauben und dann hast du die Eingänge, einmal ein Fraueneingang, einmal ein Männereingang, daneben eine große Moschee und ich dachte mir schon, naja, wenn ich schon da bin, schaue ich da halt mal rein. Kopftuch aufgezogen und reingegangen. Und dann musst du die Schuhe ausziehen und dann gehst du da rein. Und dann musst du dich bücken und gehst durch so ein Ding durch. Dann kommst du dann in so ein Teppichzimmer. Und dahinter ist Höhle in Berg rein. Unten drunter ist Wasser. Und dann hast du eine Glasscheibe abgetrennt. Und da sitzen die ganzen Frauen da und beten. Und ich habe mich auch hingesetzt oder hingekniet. Und habe halt meditiert und die Energie da drinnen, boah, gigantisch. Also es ist wirklich unglaublich fantastisch, super tolle, umwerfende Energie da drinnen. Ich habe hingesetzt, habe meditiert und so, oh Gott, ist das bewegen. Mir sind die Tränen aus den Augen rausgelaufen, so umwerfend war die Energie. Und dann bin ich halt irgendwann wieder rausgegangen und dann sind wir weitergelaufen. Und dann kommst du raus, läufst bei diesem Moscheekomplex vorbei. In die große Moschee dürfen nur die Männer rein. Und dann ist aber nebendran so ein Frauenmoscheechen, was jetzt nicht so hübsch ist, aber da war eine Koranschule, keine Ahnung, irgendwelche Mädels, die halt dann gebetet haben und die gesungen haben. Und eine hat das vorgebetet, die anderen haben nachgebetet. Total schön. Und dann sind wir hinten rausgegangen und dann wieder ein wunderschöner Park mit Blüten und Blumen und ganz viel Wasser und Flüssen. Und da sind ganz viele Karpfen drinnen. Da hat nämlich die Nimrod den Abraham angegriffen. Mit Feuer und der Abraham hat einfach so gemacht und dann hat sich das Feuer alles in Fische verwandelt und dann sind die, ja und drum sind da lauter Karpfen und das sind alles göttliche kleine Götter, die da rumschwimmen und drum ist da alles voller Karpfen. Dann kannst du Fischfutter kaufen, kannst du Fische füttern, was ich natürlich auch gefilmt hatte, was ich aber leider auch gelöscht habe, weil mein Telefon ist voll. Und dann, ja, dann läufst du da entlang und dann gibt es noch viele andere Plätze und dann oben das Schloss. Es ist leider gesperrt wegen dem Erdbeben. Und dann sind wir irgendwann zurück und an dem Tag war das schlechte Essen abends. Und am nächsten Tag beim Frühstück ist noch so ein anderer Engländer aufgekreuzt, der sich super interessiert hat für Göbekli Tepe und was weiß ich was. Aber ich muss mal dazu sagen, englische Männer sind ja ganz wundervoll. Ich stehe ja auf England und auf englische Männer und ganz, ganz toll und bin auch gerade mit einem englischen Mann unterwegs. Und die hören sich aber sehr gerne reden, so der Durchschnittsengländer. Und muss viel zuhören. Ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal erzählt. Und dann, und der andere, das war so ein besonders englisches Exemplar, der war aus London, aus der East Upper Side, was weiß ich was. Und so richtig Posh Side und High Tea Tie und Gräckchen und schick. Und dann sind wir mit ihm nachmittags zusammen zu Göbekli Tepe und ich muss sagen, Göbekli Tepe
War einfach vollkommen enttäuschend für mich. Erstmal, am Tag vorher wollten wir noch in das Museum reingehen. Und das Museum, wo du halt die ganzen Statuen und die ganzen Sachen sehen kannst aus Göbekli Tepe, ist geschlossen wegen dem Erdbebenkram. Ich durfte nicht mal Fotos von dem Gebäude machen, weil es kaputt ist von dem Erdbeben. Und er hat auf jeden Fall der Wächter gesagt: Nein, keine Fotos, nicht rein. Ob man nicht so rein kann, wenn man ein bisschen vielleicht ein Trinkgeld gibt. Keine Fotos, kein Rein, kein Trinkgeld, kein gar nichts, überhaupt nichts. Und den anderen war noch ein anderes Gebäude, da wollte ich auch zumindest reingucken. Und der war auch nicht sehr ganz freundlich, also keine Chance, da reinzukommen. Und dann Göbekli Tepe ist, ja, wie Stonehenge ein bisschen. Also du kommst an und hast ein kleines Shop-Dings, oh, in meinem selbstgemachten türkischen Limo, was ich vorhin gekauft habe. Ich zeige es euch mal. Fantastisch. Selbstgemachtes Zitronenlimo. Göttlich. Oh, super. Also ich glaube, da sind 120 Zitronen drinnen, Wasser und 120 Zuckerwürfel. Aber es schmeckt ganz super und ist bestimmt bis auf den Zucker super gesund. Und dann kommst du an und hast so ein Informationszentrum und preislich war es okay. Ich habe vergessen, was es gekostet hat. Ich glaube 250 Lire oder was, türkische Lire. Aber der andere Engländer hat uns eingeladen. Und dann fährst du da mit so einem Büßlein hoch und dann kommst du hin und dann kannst du da hinlaufen und kannst runtergucken. Das ist überdacht alles. Kannst dir das Göbekli Tepe anschauen, kannst drum rumlaufen. Reingucken, siehst die Strukturen für alle, die auf die außerirdischen Theorien stehen, von Außerirdischen gebaut worden. Nein, definitiv nicht. Die sind nicht von Außerirdischen gebaut worden. Ihr wisst, ich bin diejenige, die E.T. quasi berührt hat. Nein, nicht von Außerirdischen gebaut worden. Das haben ganz einfach Menschen gebaut. Meinetwegen ist die Anlage, wie es gebaut werden sollte, haben die da einen Input gekriegt, wie sie es anlegen sollen, haben Input über die Figuren, haben sich anregen lassen, was auch immer. Auf jeden Fall ist es von Menschen gemacht, ganz einfach. Auch die Hieroglyphen, die sind wirklich perfekt in die Wand reingemacht. Siehst du, dass das einfach gigantisch ist. Aber Göbekli Tepe ist auch toll, schick, aber es ist nicht im Ansatz so außerirdisch gigantisch wie Hieroglyphen oder wie andere Dinge, die ich schon gesehen habe. Und ich habe in Ägypten, in Luxor, habe ich ganz normale Straßenarbeiter gesehen, die gepflastert haben. Und die hatten irgendwie groben Steinsbrocken, hatten Hammer und Meißel, haben dann in einer Geschwindigkeit Fliesen rausgeschlagen aus dem Stein. Plane Fliesen ohne Messen, einfach Augenmaß. Und die haben nicht mal irgendwas abgemessen, die haben einfach vor sich hin gemeißelt und haben es in einer Perfektion rausgemeißelt, in einer Geschwindigkeit. Hammer. Also die Leute, die sich Gedanken machen sollen, wer sowas baut, die sollten sich mal arabische, ägyptische Straßenarbeiter anschauen, wie die sowas einfach machen. Also es war fantastisch und es war Plan. Du musstest nichts mehr polieren bei diesen Fliesen. Die waren einfach perfekt. Von wegen bei uns, ja nee, das haben wir einfach nicht drauf und die haben es halt einfach noch drauf. Genau, und Göbekli Tepe, das ist jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches von wie die Dinger geschlagen worden sind. Und es war ja dann also du hast da diese Säulen. Und da sind oben so Löcher drinnen und dann war ein Konstrukt drüber mit Holz und dann Gras drüber. Und jetzt ist halt so ein hässliches Zelt drüber und ich war total enttäuscht. Auch die Energie war eher langweilig. Also mir gefällt mein Winkel nicht. Jetzt trinkt man das Glas aus. Und mach das hier mal schöner. Da habe ich nämlich ein Doppelkinn und ich mag kein Doppelkinn. So. Ja, ist schon ein bisschen besser. Und dann haben wir nicht das nächste Glas ausgenommen. Nee, kann ich nicht machen. Finde ich jetzt nichts zum drunter stellen. Und es riecht so wundervoll. Hier neben mir ist ein Flieder. Also ganz fantastisch. So, auf alle Fälle war ich total enttäuscht. Vielleicht gucke ich doch mal kurz, ob ich irgendeinen Blumentopf
Blumentöpfchen hin, was ich hier hinstellen kann. Ja, ich finde ein Blumentöpfchen. Tralalalala. Die ist im Blumentopf. Tadam. So. Stellen wir mal den Blumentopf dahin. Probieren es mit dem Blumentopf. So. Ah. Na, das ist doch schon besser und es riecht auch noch ganz fantastisch. Der Winkel. Das riecht wundervoll. Was ist das denn? Oh, ein spezial süßes Basilikum. Ich zeig's euch mal. Also vollkommen niedlich. No, komm her, ein Baby-Basilikum. Das ist mein wunderbarer Videohalter. So, also. Und ich war total enttäuscht. Energetisch. Ja, du darfst nicht rein, du kannst nicht rein. Das Zeug ist alles aus so weichen Basaltstein. Haha, das Witzige war, meine zwei Engländer, also meine zwei Engländer, die zwei Männer, die dabei waren, ja, vor allem der andere, der aus London, haben dann gefachsimpelt, oder der hat gefachsimpelt. Ja, also was das wohl für Steine sind, die hier so rumliegen, da am Rand, und ob das Granit ist, und dann habe ich halt gesagt, naja, das lässt sich ja ganz leicht rausfinden. Habe mich gesagt, musst du halt hochheben und fühlen. Und hat er so, hä? Und dann bin ich halt hin und habe einen Stein genommen, so diese Größe, und habe hochgehoben. Und der war so leicht und habe den hochgeworfen in die Luft. Natürlich hat er dann geguckt und so, was? Und ich sagte, also, ich kann dir versprechen, es ist kein Granit. Und, also kein Granit. Und es ist so ein, wie, sagen wir, so ein Tuffstein wahrscheinlich, mit in dem Sand, als wir in Kappadokien waren. Da sind die ganzen Höhlen in den Sand rein und da hat so geschüttet. Und am nächsten Tag, als wir da rumgelaufen sind, dann ist es wirklich, das ist weich, du kannst es quasi mit dem Fingernagel abkratzen. Und so sieht es auch aus bei Göbekli Tepe. Das schaut aus wie dieser weiche Stein. Und dann kann ich auch verstehen, dass die niemanden reinlassen, weil es einfach kaputt geht. Und vor allem, wenn es geregnet hat, und dann latschen da die Leute rum, dann fällt es auseinander. Also ich denke auch nicht, dass, ja, ich weiß es nicht. Also es hat mich auf jeden Fall echt nicht berührt und ich war echt enttäuscht. Dann sind wir gegangen, die anderen zwei sind vorgegangen, haben sich unterhalten und ich bin so lalalala hinterher geschlendert. Ich bin nicht mit dem Bus zurückgefahren. Und dann bin ich halt so ab und zu mal nebendran wieder in die Wiese reingelaufen, weil da lagen auch noch überall Steine. Und dann bin ich da reingelaufen und dann lagen da Steine auf dem Boden, die Löcher drinnen hatten. Und zwar kreisrunde Löcher, ungefähr, also ich habe es noch nicht nachgeguckt, ich wollte noch nachgucken, in der Formation, wie diese Göbelitik-Dinger, das sind ja mehrere so Kreise, angelegt sind. Und da waren in einem harten Stein, waren die Löcher eben drinnen. Und da habe ich gedacht, aha, na das ist ja spannend, das ist ja fantastisch, weil das waren perfekte Kreise, die da drinnen waren. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen, so, tralalala, vielleicht hat ja der Regen die Steine da, die Löcher da reingemacht in den Stein. Bin da rumgelaufen, dann bin ich nochmal an den Rand reingegangen und habe ich nochmal so ein Ding gefunden mit den gleichen Löcherformationen drinnen und dann gedacht, oh, spannend. Und wieder ein bisschen rumgehüpft und hab geguckt und wir zurückgelaufen und dann kamen ganz viele Mädchen und Frauen und haben große weiße Tüten getragen und haben irgendwas in der Hand getragen und die haben sich, das ist natürlich immer ein Hallo, wenn die mich sehen, dann so, hallo, hallo, hallo. Und ich so, haben natürlich zurückgegrüßt und talalala. Und dann, naja, habe ich gesagt, Mensch, was habt ihr denn da drinnen in euren Taschen? Und die haben so, nix ist da drinnen in den Taschen. Also komm, lass mich mal reinschauen. Hab dann in die Tasche reingeguckt von einer. Kräuter und Gras. Und in der Hand hatte sie eine Sichel. Es war ein junges Mädchen. Und dann habe ich geguckt und die haben alle für die Tiere aus diesem heiligen Tempelbezirk Gras geschnitten. Futter für die Tiere. Und die haben eine Freude gehabt, die haben getanzt. Ah! Das sind Kinder um die Kuckuckspielen, total süß. Kuckuck, Merhaba. Und die,
Ja, und die haben gesungen und getanzt und gelacht und waren eine Riesengruppe und sind da hochgestürmt und Kinder dabei und alte Frauen. Und das hat mich so berührt, weil das Göbekli Tepe, das war ja auch so Ackerbauzeit und was sie da gemacht haben. Und dann, ja, gehen die immer noch da hoch und schneiden da für ihre Tiere das Futter. Also das fand ich super toll, klasse. Das hat mich ausgesöhnt. Das heißt, ich bin im Frieden mit Göbekli Tepe. Ich würde es jetzt nicht als wuhuhu, super energetisches Ding, da gehe ich hin und mache eine Reise. Klar, anschauen auf alle Fälle. Und wenn irgendwann das Museum wieder offen ist und ich bin in der Gegend, dann schaue ich mir auch das Museum an. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, juhu, da muss ich unbedingt hin. So, und dann von Göbekli Tepe wieder zurück. Und dann, ja, haben wir einen Kaffee getrunken. Das ist immer ganz komisch, wenn alle fasten, dann weißt du genau, die im Café sitzen, die rauchen oder Kaffee trinken oder essen. Aber das sind so die nicht so ganz so heiligen Moslems. Und dann haben wir eben Kaffee getrunken und sind zurückgelaufen und die Männer haben sich unterhalten und ich wollte, habe erst mal gesagt, sollen wir nochmal zu dem Abrahams Höhle reingehen? Und dann hat der, war der Londoner, kannte das noch nicht, und er so, nein, das möchte er erst morgen machen. Da bin ich halt hinter denen hergeschlendert. Ich fühle mich da immer wie so ein Kind. So, tralalala, erstmal. Die anderen gehen halt so ganz normal den Weg entlang und ich renn mal hier hin, renn mal dahin. Dann mache ich wieder ein Foto, dann gucke ich wieder, schau, ich habe nur irgendwelche Menschen, dann muss ich wieder hinterher rennen. Also komme ich mir wirklich wie so ein Kind vor, aber das ist vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall bin ich dann hinter denen hergelaufen und ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich mir gedacht, hallo, Sabine, wie oft in deinem Leben bist du hier bei diesem Abrahams Höhlenteil? Habe er dann zu denen gesagt, wartet mal bitte, ich verabschiede mich an dieser Stelle und werde nochmal da bleiben. Und der Londoner kennt mich ja natürlich gar nicht, und hat dann gesagt, ja, und die Sabine wird dann den ganzen Basar leer kaufen. Und mein Freund, der Andi, der hat dann auch schon, ja, also ich meine, der ist ganz froh, wenn er mal Ruhe von mir hat, weil ich durchaus ab und zu vielleicht ein bisschen anstrengend oder herausfordernd sein kann als Reisegefährtin. Ich muss auch meine Haare neu machen, es nervt mich. Die sind zu lang, um offen zu sein. Ich kriege die nie wieder durch, wenn ich die offen lasse und der Wind weht. Aber um Zopf zu machen oder hochzustecken, sind sie noch, also haarscharf an der Grenze zum zu kurz. Es geht. So, auf alle Fälle waren die dann, habe ich mich verabschiedet und bin zurückgegangen in Abrahams Höhle. Ah, ich habe vergessen, in der Früh, als ich da war, da hat eine Frau, habe ich gedacht, die will ein Foto machen von sich. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich das Foto machen soll. Und dann hat sie gedacht, ich will von mir ein Foto. Und ja, dann mach du von mir ein Foto, super Sache. Dann hat sie von mir ein Foto gemacht und dann bin ich rein und habe noch dann beim Eingang die arabischen Wörter, keine Ahnung, was da steht, berührt, weil sie eben gesagt hat, ich soll das anfassen. Dann macht sie noch ein Foto und dann drinnen hat sie noch gesagt, ja, ob ich denn eine Wasserflasche dabei habe. Nee, also die Kommunikation ist natürlich türkisch-deutsch oder türkisch-englisch und Hände und Füße, was super gut funktioniert und ja, kann ich super. Auf jeden Fall hat sie mir dann eine Wasserflasche geschenkt und hat mir dann eben gesagt, ja, und das ist Heilwasser, da kannst du nämlich Wasser abzapfen. Ich dachte erst, das wäre zum Waschen und habe dann eben Wasser abgezapft und habe das mitgenommen und sie hat gesagt, ja, und das soll ich dann abends trinken. Hatte dann die Wasserflasche, das war in der Früh, vormittags, und habe die Wasserflasche weg. Und nachmittags war ich eben wieder dort und war da auch drinnen, habe mich hingekniet und habe meditiert und war die Energie wieder so gigantisch umwerfend groß, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh, mich schmeißt's um. Also es sind so diese Erleuchtungserfahrungen, wo ich sitze und dann fällt mein Körper um, aber das ist so ein bewusstes, ich bin dann nicht weg oder so, sondern es ist einfach so, der Körper fällt und ich merke, okay, habe ich gemerkt, okay, der Körper fällt, weil ich saß vor dieser Glasscheibe und habe mir gedacht, ich will die Mädels nicht stören beim Beten, bin ganz hinter in die Ecke gegangen
habe mich hingesetzt und dann wusch, umgefallen, lag da halt eine Weile und war. Und dann irgendwann habe ich mich wieder hingesetzt und habe weiter meditiert und habe dann, also es hat meinen Körper bewegt. Ich habe, und es sind automatisch, hat mein Körper ähnlich die Bewegung gemacht, wie die Frauen das dort gemacht haben. Also die Hände so, die Hände auf dem Schoß, die Hände ins Gesicht, weil mir sind ja die Tränen auch runtergelaufen. Und dann war ich eben da. Und dann einfach vor Dankbarkeit für den Moment, wirklich auch dieses auf dem Boden, Hinstern auf dem Boden, weil es ist einfach bewegend und berührend und es ist unglaublich. Auf jeden Fall habe ich eben meditiert und Hände aufs Herz, mein Herz strahlen. Und dann, da war genügend Platz im ganzen Raum. Ich war ganz am Arsch der Welt gesessen in diesem Frauenbereich drinnen. Und dann haben sich Frauen neben mich gesetzt und mich berührt und neben mir gebetet. Also, ja, spannend. Und dann nach einer Zeit, wo ich dann wieder genug vollkommen bereit war, den Platz zu wechseln und nach außen in die Welt zu gehen, habe ich mich dann vorne wieder hingesetzt vor die Glasscheibe. Und da ist eben Wasser und Höhle drinnen und toll. Und dann haben die Mädels schon gelacht und oder Mädels, also wenn ich von Mädels spreche, ich meine das nicht degradierend, ich meine das nicht junge Mädchen, sondern ich meine damit wundervolle, starke, tolle Frauen und eine alte Frau und mehrere junge Frauen waren dann da. Und dann hat die Alte gesagt, Mensch, ob ich denn wissen will, wie die beten, wie ich beten soll. Und hat eine quasi das vorgemacht und vorgebetet. Und ich habe das nachgemacht mit Aufstehen und Hinknien und wieder hin. Und also mit dem Sprechen habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe das Erste, was ich mir merken konnte, nachgesagt. Und dann haben wir noch Selfies gemacht und Fotos gemacht. Und es war auf jeden Fall ein Riesenspaß mit den Frauen. Und dann hat mir die eine Frau... Die alte Frau hat mir ich habe das türkische Wort leider vergessen, also auf Englisch übersetzt ist es einfach ein Rosary, wie ein Rosenkranz, geschenkt. Es hat 99 Perlen dran und mit den 99 Perlen huldigst du quasi mit jeder Perle Allah. Das war alles, was ich wusste. Und dann hat die Frau, die Alte, gesagt, dann so Allah. Allah, Allah sagen. Und dann nimmst du das so in die Hand, fängst dann bei diesem großen Teilchen an und dann nimmst du eine Perlchen und dann halt Allah, 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 Allah. Und irgendwann sind große Perlen dann da, sind größere Perlen da und nachdem ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und nachdem ich so schlau bin in Ägypten und naja, ich meine, Allahu Akbar, das, Gott ist groß, kennt jeder, habe ich halt dann bei diesen Dingen das einfach Allahu Akbar gemacht und dann wieder weiter, 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 bis zur nächsten großen Perle und bis ich dann angekommen bin und dann ist dann wirklich, wenn man dann angekommen ist auf der anderen Seite, dann, juhu, Gott ist groß, alles fantastisch. Da fällt mir übrigens der wunderbare Witz ein, den ich heute schon erzählt habe auf Englisch, gar nicht lustig war. Fritzchen sitzt in der Kirche, in Deutschland natürlich, oder Österreich oder Schweiz, Fritzchen sitzt in der Kirche mit dem Rosenkranz und macht die und macht diesen hier, la la la. Und dann kommt der Pfarrer hin und sagt, Fritzchen, du weißt schon, dass in jedem von diesen Kügelchen ein kleines Jesulein drinnen sitzt. Fritzchen schaut den Pfarrer an und sagt, okay, haltet euch fest, Jungs, jetzt geht's rund. Okay, ja, Blasphemie beiseite. Ich habe auf jeden Fall, Allah waren ja meine Erfahrungen aus Ägypten, jetzt eher nicht ganz so gut, wo mein Freund eben ihn gesehen hat und als Außerirdischen und dann dieses nicht gute Dings. Und dann habe ich gedacht, naja, dann, wenn das jetzt schon so, wenn mich der Ort so berührt, wenn mich das so berührt, dann schauen wir uns den halt mal an, den Allah. Und habe halt dann auch gesagt, okay, Allah, dann spielen wir halt mal, machen wir das halt mal mit diesen
ich nenne sie jetzt einfach mal Rosenkranz, weil ich den Namen vergessen habe. Mit diesem Rosenkranz. Und zeig mir doch mal, wie groß du bist. Lass mich mal deine Wunde erleben. Zeig mir mal, wie groß du bist. Und habe halt damit gespielt. Und dann sind wirklich wundervolle Sachen passiert. Also ich muss sagen, mit der Umsetzung, also ich glaube, ich habe erst am nächsten Tag angefangen mit dem Spielen, ist aller richtig schnell. Spannend. Und ich habe es noch nicht mit Gott ausprobiert. Ich habe auch meinen Rosenkranz zu Hause in Deutschland natürlich. Aber ja, nee, mal gucken. Egal. So viel dazu. Dann bin ich rausgelaufen, bin nochmal rübergelaufen, tralala, habe ein Fischfutter gekauft, habe die Videos aufgenommen, die ich leider aus Versehen gelöscht habe. Da hätte ich euch nämlich das alles live gezeigt mit den Tauben und mit den Fischen, weil die Karpfen sind so niedlich, wenn du die fütterst, kommen die alle raus. Das ist alles voller Karpfen und alle kommen her und füttern und schnappen und überstöbeln sich. Also total süß ist es. Und dann bin ich rübergelaufen und dann kam so ein Türke her und hat gesagt, Mensch, ob ich ein Foto von mir machen soll. Und so, ja, meinetwegen, machst du halt ein Foto von mir. Ist hier nicht so, als ob ich nicht schon 847.000 Fotos hätte. Und weil die Türkei ist einfach so wunderschön. Wir kriegen uns gar nicht mehr ein vor lauter Fotos machen. Wir machen so viele Fotos. Ich habe keine Ahnung, was ich mal mit den ganzen Fotos anstellen soll. Und dann hat er gesagt, ja, und hier ist der Platz, wo Mohammed, ich habe es nicht verstanden, irgendwas hat der Mohammed gemacht da drinnen und da ist noch die Superheilquelle von Mohammed, ob ich da nicht rein will. Und dann bin ich eben in die Superheilquelle von Mohammed rein, habe da noch Superheilwasser von Mohammed getrunken. Und dann irgendwann bin ich wieder zurück und dann sind wir mit dem Spätabend, und total begeistert und glücklich, und spätabend sind wir dann mit dem anderen Engländer nochmal in das gute Restaurant gegangen, wo es dieses göttliche Irrfahren, wo wir mit den Presseleuten waren vom Fernsehen. Oh, gigantisch, gigantisch. Und der andere Engländer, der kann es noch nicht. Und habe ich schon zu ihm gesagt, du kannst es nicht aufmachen. Und dann hat er gesagt, oh doch, ich kann so viel essen. Du kannst gar nicht vorstellen, wie viel ich essen kann. Also ein Schlanker war das. Glaub mir, du kannst es nicht essen. Natürlich konnte er es nicht essen, aber ja, auf jeden Fall hat er so viel geredet und so viel gewusst und stellt eine Frage und beantwortet die Frage schon selber. Dann habe ich dann irgendwann beim Essen, war ich so unhöflich und habe dann am Handy geguckt und habe WhatsApp geschrieben mit netten Menschen und habe mich ausgeklinkt, weil, ja, nee, wenn jemand die ganze Zeit redet und es nicht gerade ein YouTube-Video aufnimmt, ist es zu viel. Und dann sind wir zurückgelaufen und ich muss mal dazu sagen, da gibt es ja die Geschäfte und die haben Kleider. Also erstmal für die Männer haben die total schicke Anzüge und richtig schick und für die Frauen, oh, Barbie-Kleider, Kindheitsträume, oh mein Gott. Ich wäre am liebsten reingegangen in den Laden und hätte die zumindest probiert, dass ich mal so ein Barbie-Kleid anhabe. Wunderschön in allen Farben, richtig oben eng und dann solche Röcke wie Sissi. Oh mein Gott, ist das toll. Also auf einer türkischen Hochzeit war ich noch nicht, das wäre es ja noch, auf eine türkische Hochzeit gehen. In Ägypten war ich ja auf der Hochzeit, aber da war ich auch total underdressed. Aber so ein schickes Kleid, fantastisch. Egal, und dann am nächsten Tag sind wir mit dem Bus nach Halfeti gefahren. Und zwar erst mit dem Taxi zur Busstation und dann mit einem Minibus, was total niedlich ist, nach Halfeti. Da bist du stundenlang in dem Minibus drinnen. Und nach Halfeti, dann sind wir noch umgestiegen in einen anderen Minibus, der uns dann runtergefahren hat. Und Halfeti ist wunderschön. Also es ist am Arsch der Welt. Und dann fährst du in so ein Tal runter und das Wasser, ein See oder ein Fluss, keine Ahnung, irgendwas war da. Weil ich noch gefragt habe vorhin so, ha, was ist denn hier gut? Wo kann man denn dann noch, wo fährt man denn noch hin? Was sollte ich denn noch anschauen? Entschuldigung. Das kommt von dem ganzen Zuckerwasser. Und dann hat eben jemand gesagt, ja, Halfeti. Und er sagt, prima, fahren wir nach Halfeti, schauen wir uns Halfeti an. Und sind da hingefahren, haben dann im Hotel Rosa eine Unterkunft gebucht. Und da war gar nichts los in diesem Halfeti, also tote Hose. So unten so eine Strandpromenade, nichts los. Ein paar Einheimische, die einen Kaffee getrunken haben. Ansonsten nichts. Ach, nein, wir sind ja nachmittags angekommen. Und dann sind wir runter an dieser Promenade entlang und in einem
war wirklich ein bisschen was los, war ein Tisch besetzt, die konnten auch Englisch sprechen. Und dann war ich natürlich interessiert, weil eine ganze Reisegruppe war da. Und dann habe ich immer wieder so spirituelle Sachen gehört und Peru und Meditieren und Ayahuasca. Und war interessiert und habe zugehört. Und dann bin ich rübergegangen und habe nachgefragt und gesagt, Entschuldigung, darf ich mal fragen, was seid ihr für eine Reisegruppe? Weil mein Gedanke war, wenn es eine spirituelle Reisegruppe ist, ist es natürlich spannend, wo gehen die hier noch hin? Was ist hier, dass die da sind und was schauen die sich noch an? Aber generell war das von einem, da gibt es auf YouTube so fantastische Videos, was ich auch, bevor ich losgefahren bin, angeschaut habe, auf Englisch, über die Kammern in der Sphinx und solche Geschichten. Und der Typ, der diese Videos macht, der hat eben die Reisegruppe gemacht. Und dann, ja, ist super spannend, aber ja, dann sind wir zurückgegangen ins Hotel und dann abends, da gab es bei uns im Hotel, da war kein Wasserkocher im Zimmer, weil wir sonst immer Tee trinken nochmal oder einen Kaffee trinken. Und dann gab es nichts und dann habe ich gesagt, ich musste nur gerade lachen, weil ich gesehen habe, meine Tochter hat mir eine WhatsApp geschrieben. Meine Tochter ist ja Luisa gewesen. Und ich habe mit Absicht, habe ich bei der Geburt, habe ich ihr drei Namen gegeben. Weil ich habe nur einen Namen. Ich heiße ganz einfach nur Sabine. Schluss, aus, Punkt, fertig. Und meine Schwestern haben zwei Namen und ich wollte auch mal zwei Namen haben. Da habe ich meine Tochter ganz lange überlegt. Luisa Ellen Beatrice. Wunderschön. Und habe sie so genannt und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, als ich schon lange auf der Welt war, oh, die Initialen sind L-E-B, Leb. Und was sie dann genommen hat für ihr Instagram-Account, für ihre Homepage, ist auf Englisch L-E-B, L-E-B. Und seit Jahren nennen ihre Freunde sie nur noch Elli. Meine Tochter heiratet dieses Jahr. Und dann wird sie ihren Nachnamen ändern und dann hat sie jetzt ihren Vornamen geändert. Ich habe die Vornamen alles so eintragen lassen damals, dass sie eben tauschen kann. Und ich wollte zuerst Ellen, aber in Franken, wenn man Ellen sagt, sagen alle, was, wie soll es heißen, Ellen, ist es keine gute Idee. Und dann hat die Elli dann eben noch vorher gesagt, ja, ob sie dann Ellen Luisa Beatrice oder Ellen Beatrice Luisa nehmen soll. Und dann habe ich ihr schon gesagt, natürlich soll sie Ellen Luisa Beatrice nehmen, weil dann hat sie Elb. Und jetzt habe ich gerade eine WhatsApp von ihr gekriegt. Mama, ich habe gerade rausgefunden, meine neuen Initialen sind Elb. Habe ich ihr aber damals schon gesagt, weil ich schaue immer auf solche Sachen. Und heute, als ich durch diesen Bazar hier gelaufen bin in Mardin, war auch ein Portal, wo die nach, oh mein Gott, vor lauter Sprachen und wer war, ist mein Hirn überfordert, nach Moria reingehen, in die Höhlen. Dieses Elbentor ist da drinnen. Ich habe mich schon hingestellt, Melron, und habe natürlich ein tolles Foto, was ich später auch teilen werde. Falls ich noch Zeit habe, finde ich, teile ich es morgen. Ja, und das habe ich ihr geschickt. Logisch. Weil wir die totalen Herr der Ringe und Harry Potter Fans sind. Und ja, genau. So, genau. Wir hatten keinen Kaffee und keinen Tee. Und dann habe ich gesagt, ach, da drüben brennt Licht in so einem Restaurant da unten. Da gehe ich jetzt mal rüber und ich besorge uns einen Tee oder einen Kaffee. Und bin dann rübergelaufen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hab gesehen, die arbeiten alle. Und dann habe ich gesagt, ach, Mensch, habt ihr einen Kaffee? Habt ihr einen Tee? Und ich so, nee, die haben keinen Tee, die verkaufen nichts. Ich sehe ja selber, so alles Baustelle, gibt's nichts. Und ich so, ja, habt ihr einen Kaffee? Und dann so, ja, wenn ich einen türkischen Kaffee haben will, dann kann ich einen türkischen Kaffee machen für mich. Und ich so, ja, ein türkischer Kaffee ist besser als gar kein Kaffee. Und dann haben sie mir einen türkischen Kaffee gemacht und das waren Kurden. Und also wir haben es natürlich fantastisch verstanden. Und dann habe ich dann ein Tablett gekriegt mit zwei Tassen Kaffee und habe dann noch gesagt, also ich bringe das aber dann morgen zurück.
das Kaffeegedeck. Und ich so, ja, alles in Ordnung, bringst du morgen wieder. Bin dann hoch, dann hat man seinen Kaffee, ganz fantastisch. Und draußen unter den Sternenhimmel und als am Arsch der Welt ist, hast du natürlich einen fantastischen, umwerfenden, wundervollen Sternenhimmel. Ich sehe schon wieder, also wenn ich sitze, sind die Videos besser, als wenn ich laufe, weil dann sind die stundenlang. Und das letzte stundenlange Video habe ich mir erzählen lassen. Und es hat sich sogar meine Mama begeistert bis zum Ende angeschaut. Und die schauen sich eh alles an, was mich total freut. Hallo Mama, hallo Papa, hallo Luisa, hallo alle. Ich freue mich total, wenn ihr meine Videos anschaut. Und dann am nächsten Morgen habe ich dann... bin ich dann runtergelaufen, habe die Tassen zurückgebracht und dann haben die gerade gefrühstückt und haben gesagt, hey, willst du nicht dich mit hersetzen und mit frühstücken? Oh, ja. Hab mich mit hingesetzt, hab dann nochmal einen Tee gekriegt, hab dann Frühstück gekriegt und Fladenbrote. Die hatten diese großen, fetten, weichen Fladenbrote, die wir in Ostdeutschland auch kennen. Und Rührei und Schafskäse und dann nimmst du einfach Fladenbrot und nimmst mit dem Fladenbrot ein Stückchen von dem Ei und isst es, ein Stückchen von dem Käse und isst es. Also ganz fantastisch. Und dann ein Tee und noch ein Tee und noch ein Kaffee und oh mein Gott. Ich habe gesagt, nee, echt nicht mehr. Kriege ich einen Herzkasperl nach dem ganzen. Und der Tee ist natürlich schwarzer Tee mit 10 Cent Zucker. Also nach dem ganzen schwarzen Chai nennen die das. Chai und Kaffee. Da kriegst du einen Herzkasperl. Und dann die, also das war eine Familie. Und dann die Jungs, lauter Söhne, die auch mitgearbeitet haben. Der eine, guck mal, ich habe mich hier so arg in den Finger geschnitten. Hat mir so einen fetten Verband, also der war ungefähr, sagen wir mal, 17 vielleicht. Hat mir so einen fetten Verband gezeigt. Und wir haben schon überlegt, gibt es irgendwas, was ich machen kann? Kann ich irgendwie helfen? Egal. Ich habe mir dann gesagt, nein, ist nicht meine Baustelle. Einfach raushalten, Kaffee trinken, fertig. Und irgendwann bin ich wieder hoch und dann kam schon die Wirtin oder die Hotelbesitzerin und hat gesagt, ach ja, guten Morgen, na, seid ihr schon wach? Soll ich jetzt Frühstück machen für euch? Und ich so, oi, Frühstück. Und dann hat die dann nochmal ein wundervolles Frühstück für uns gezaubert auf der Terrasse. Du kannst auf das Wasser rausgucken. Und dann wollten wir eigentlich mit der Fähre zu dem Schloss fahren, in das nächste Örtchen, wo ich den Namen vergessen habe. Und sind wir runtergegangen und weil nichts los war, hat der Typ von der Fähre gesagt, ja, nee, also sie brauchen 20 Leute, sonst rentiert sich nicht, dass die Fähre fährt. Und dann, naja, 20 Leute, sie rufen uns an, wenn es losgeht mit der Fähre. Und dann laufen wir halt mal los. Und sind einfach mal gelaufen und gelaufen und gelaufen und ist mal rausgelaufen aus Calfetti. Und dann den Berg hoch und dann waren wir über den Berg und dann sind wir an den Feldern entlang und haben einen wunderbaren Blick gehabt über die Landschaft und über Steine und Blumen und Blüten und ganz fantastisch und wunderschön. Und dann toll und sind gelaufen und dann war ein Mann oder war so mitten im Nirgendwo ein Auto gestanden, so ein Minibüsschen und lauter Bienenkästen nebendran. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, dann sag mal doch mal Hallo, sind hingegangen, um Hallo zu sagen. Und der ist dann erst verschwunden. Dann dachte ich mir, hä, will der keinen Kontakt mit uns? Aber dann kam er gleich mit Bechern zurück, mit Tee natürlich, hat dann einen Tee für uns gekocht und wollte dann, ob wir noch einen Tee wollen. Ich so, oh, tausend Dank, nee, danke. Weißt du, wir laufen jetzt davor zu diesem Schloss und auf dem Rückweg trinken wir gerne noch einen Tee mit dir. Und dann sind wir rübergelaufen, waren dann also durch diese atemberaubend wundervolle Landschaft. Aber du siehst schon, überall von dem Erdbeben sind dann Gesteine runtergebrochen und frische Geröllhaufen, wobei es aber da sehr sicher ist. Also da ist bestimmt nicht so viel passiert, wo wir andere Sachen gesehen haben mit dem Erdbeben. Ui, es ist kaputt. Aber alle Fälle sind wir dann da hingelaufen, haben das Schloss gesehen, sind gegenüber gesessen, haben das Schloss angeschaut und dann sind wir noch weitergelaufen und dann waren wir an dem Fluss und es war recht warm. Und dann dachte ich, ach, dann springe ich doch mal in den Fluss rein und schwimme doch mal in den Fluss. Und bin dann in den Fluss reingesprungen und bin dann ein bisschen in den Fluss geschwommen, der arschkalt war. Und bin rausgegangen aus dem Fluss und dann sagt mein Freund, ja, wie sprecht ihr denn in Deutsch eigentlich den Fluss aus?
Also, ja, wie heißt er denn? Also, ja, der Ufred. Ich so, was? Wie heißt der? Ufred. Ich so, kannst du es mal, keine Ahnung, kenne ich nicht den Fluss, habe ich noch nie gehört. Wie schreibt man den denn? Ja, Euphrat, Euphrat. Und ich so, oh mein Gott, ich bin im Euphrat geschwommen. Tralalala. Ich bin im Euphrat geschwommen. Fantastisch. Und dann, ja, bin ich eben im Euphrat geschwommen und dann sind wir zurückgelaufen und kommen wieder zu dem Imker hin und du siehst schon von weitem Rauch aufsteigen. Und dann ist noch ein Typ da bei dem Imker und dann haben die ein Essen vorbereitet. Also der Imker ist Türke und war dann noch sein Freund da, ein Kurde, Freunde, die sich fantastisch verstanden haben und haben dann für uns gekocht. Mit Schafskäse, mit Salat und Hühnchen gegrillt auf dem offenen Feuer und Raki eingeschenkt. Also ich trinke ja generell sehr, 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 sehr selten Alkohol. Und dann so ein Glas Raki gekriegt. Haha, der Muezzin. Ist schon Essenszeit? Ist schon 7? Und auf die